Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu meiner Most Wanted Liste für das Jahr 2016. Über 50 Spiele habe ich rausgesucht und daraus habe ich jetzt 30 gewählt. Und ich mache das genauso wie in der Top-Liste. Ich mache 10 Videos, allerdings hier logischerweise 3 Spiele pro Video. Es ist meine Liste, kurz erwähnt, es ist meine Liste natürlich. Es sind Spiele nicht enthalten wie Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA und so weiter. Denn die kommen jedes Jahr raus, die sind noch nicht wirklich angekündigt. Wir wissen es zwar, ich freue mich auch auf die Spiele, aber solche Spiele habe ich dann einfach mal weggelassen. Dann muss noch erwähnt werden, dass ich die Spiele wieder verlinken werde, unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr gerne gucken. Wer sich nicht spoilern lassen will, macht das nicht. Dann habe ich gerade meine Top-Liste erwähnt, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr jetzt nur die Most Wanted-Liste gesehen habt. Beteiligt euch genauso dort wie hier, wenn ihr Bock habt. Und zwar schreibt mir gerne euren Most Wanted Titel in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht auch viele Spiele habt, teilt es gerne auf die Videos auf. Wie gesagt, es werden ja 10 kommen oder haut sie komplett raus, gleich die Liste. Ich habe sehr, sehr viele Release-Listen durchstöbert, aber vielleicht habt ihr trotzdem noch mal einen Titel, der mir entgangen ist. Zudem würde ich natürlich gerne wissen, worauf ihr am meisten Bock habt. Ja? Ich habe immer wieder mal nachgefragt und immer wieder mal haben Leute geschrieben, was sie gerne spielen wollen nächstes Jahr, aber es ist trotzdem immer wieder interessant, finde ich, was so am beliebtesten ist. Und was wollte ich noch sagen? Stimmt, genau, das werde ich auch immer sehr, sehr oft gefragt, was cool ist. Machst du den Titel, machst du das als Let's Play, machst du hier, jenes, da und dies. Grundsätzlich gilt ja für jedes Spiel, was jetzt hier auf der Liste ist, auch natürlich für die Spiele, die nicht auf der Liste sind, denn ich habe auf die Spiele Bock drauf. Man kann natürlich nie immer wissen, was dann zu der Zeit ist. Habe ich Zeit? Bin ich krank? Habe ich dies? Hast du jenes? Man weiß es nicht. Werde ich jedes Spiel durchspielen? Das kann ich auch nicht versprechen. Natürlich ist es logisch, aber das ist so eine Sache, die viele bis heute nicht verstanden haben, dass man Let's Plays nicht zwanghaft bis zum Ende durchziehen muss. Auch da kann mal was dazwischen kommen. Aber grundsätzlich, ja, für jedes Spiel, was ich jetzt hier nenne, gilt, ich habe es vor zu Let's Playen. Das sollte viele Fragen beantwortet haben. Gut, fangen wir an mit Platz 30. Platz 30 ist bei mir The Last Guardian. Ist bei Sony wirklich ein sehr, sehr langes Thema, Leute. Ihr wisst es vielleicht. Das Spiel wurde schon vor etlichen Jahren angekündigt. Ist der Nachfolger von dem, also ist quasi Nachfolger zu Shadow of the Colossus, beziehungsweise einfach das Spiel von den Machern, das nächste. Und das war schon sehr, sehr lange angekündigt. Es ist sehr, sehr lange in Entwicklung. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich will es jetzt einfach nur noch endlich zocken. Das Gameplay, was sie dieses Jahr rausgehauen haben, sah so geil aus. Die Interaktion mit diesem vogelartigen Vieh, mit dem kleinen Jungen und so weiter. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich will es jetzt einfach haben. Das Spiel ist seit Jahren in den Top-Listen von so vielen Leuten. Haut es jetzt endlich raus. Und ich hoffe, es wird so gut, wie es von Anfang an geplant ist. Vielleicht ja sogar noch besser durch den Wechsel auf die PlayStation 4. Durch den Neustart der Entwicklung und so weiter. Aber ja, ich will es einfach nur noch haben. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ihr seht ja die Bilder gerade. Sieht wunderschön aus. Und ich will es einfach nur noch zocken. Deswegen ist es auf der Liste gelandet. Ja. Viel kann man dazu gar nicht mehr sagen. Ich will zocken. Sofort. Ja. So, Platz 29 ist bei mir Far Cry Primal. Das kommt ja schon knapp 2 Monaten raus. Da habe ich auch echt Laune drauf. Echt Bock drauf. Alleine durch das Setting hat es ja sehr, sehr viele Leute überrascht. Denn dieses Setting gibt es nicht so oft. Und alleine dadurch könnte es sehr interessant werden. Was natürlich trotzdem zu überlegen ist, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie wird es eigentlich mit dem Gameplay? Logischerweise kannst du natürlich nicht so viele Waffen reinpacken. Dafür hast du allerdings die Tiere zu befehligen. Da kannst du ja Kommandos geben und so weiter. Und das wird auch sehr cool. Alleine so einen Säbelzahntiger auf den Gegner zu hetzen, ist schon nicht schlecht. So. Wo ich mir aber auch noch Gedanken mache, ist die Story. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt zum dritten Mal in Folge machen werden, dass sie so einen Oberbösewicht machen. Und was wollen sie da für einen Grund geben? Zu der Zeit. Was willst du da für eine krasse, interessante Geschichte zu dieser Zeit erzählen? Was soll der Oberbösewicht deine Steinschleuder, deine Lieblingssteinschleuder geklaut haben und deswegen willst du die umlegen oder so? Ich weiß es nicht. Das ist halt so der Punkt, wo ich mir Gedanken mache, was man da für eine coole Story erzählen kann. Ja, bleibt abzuwarten. Ne? Kommt ja schon im Februar raus und habe ich Laune drauf, habe ich Bock drauf. So, Platz 30 war ein Sony-Titel, Platz 28 ist bei mir ein Microsoft-Titel.
Und zwar ist das Halo Wars 2. Halo Wars 2 wurde ja dieses Jahr neu angekündigt für 2016. Und das landet auf der Liste aus einem Grund oder mehreren Gründen, weil es einfach einen richtig geilen Vorgänger hat. Halo Wars ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Ich weiß, bla, PC, dies, das, auf die Diskussion habe ich gar keine Lust, denn für ein Konsolenspiel, ein Echtzeit-Strategie-Konsolenspiel, hat sich das saugut gesteuert. Es war auch noch ein richtig gutes, es hat sich, wie gesagt, gut gesteuert. Es hatte eine coole Story mit unfassbar geilen Cutscenes. Ich habe mir damals immer gewünscht, dass sie aus diesen Cutscenes einfach mal einen kompletten Film machen in dieser Qualität. Ich verstehe sowieso bei so vielen Spielen nicht. Ihr wisst ja selber, diese gerenderten Videos teilweise, die da rausgehauen werden. Warum hauen sie da nicht mal einen Film raus? Da muss nicht immer Echtzeit sein. Ach egal, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, gute Steuerung, gute Story, die man auch nochmal in Koop zocken konnte, was doppelt so viel Spaß macht, logischerweise. Interessante Story, richtig geilen Multiplayer auch. Ja. Und da gibt es ja auch tausend Tricks, gab es da für die paar Leute, die es vielleicht gezockt haben, ja, mit dieser Base einfrieren und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin überhaupt froh, dass überhaupt ein zweiter Teil angekündigt worden ist, denn damals wurde ja dann danach, nach dem ersten Teil, das Studio aufgelöst oder wurde es gefeuert oder so, wie war das nochmal, irgendwie so. Und ja, ich wünsche mir einfach für den zweiten Teil von allem mehr, alles in besser, alles in geiler und fettere Optik. Und ja, deswegen landet Halo Wars 2 auf Platz 28 bei mir. Das war's schon mit den Titeln. Ich habe ja auch schon bei den Top-Listen gesagt oder bei den Top-Listen-Videos gesagt, dass ich die Videos nicht so lange halten will. Also erwartet da nichts Großes. Gerade auch bei den Spielen hier kann man ja noch gar nicht so viel erzählen. Man kann erzählen, dass man sich freut und warum man sich freut. Aber man kann ja jetzt hier nicht ausholen, ja, das und das passiert und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, deswegen war's das. Kurzer Hinweis auf die nächste Folge. Zwei Spiele von einem Romanautor. Das soll ein guter Hinweis sein, wer da drauf kommt. Respekt, Leute. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ich vielleicht meinen könnte. Gut, das war's. Ich danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und ja, wie gesagt, beteiligt euch gerne in den Kommentaren und lasst auf jeden Fall einen dicken Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von der Most Wanted Liste. Danke fürs Zuhören, haut rein und tschüss.